Hi Leute, ich bin's wieder, euer Danny von Modbox und heute stelle ich euch das Wurzelfruchtpack vor. Das findet ihr einmal unter Werkzeuge, dann unter Rübentechnik sowie unter Kartoffeltechnik. Bei Rübentechnik finden wir hier hinten den Grimme FT300 gebraucht. Hier haben wir das gute Stück. Das ist der gebrauchte Krautschläger. Hier können wir nichts konfigurieren, haben eine Arbeitsbreite von 3 Meter und benötigen 85 PS für 7000 Euro und können mit 15 km/h arbeiten. Spannender wird es allerdings bei der Kartoffeltechnik. Hier haben wir den Grimme Kartoffelroder SE 260 Multi in Gebrauchtausstattung sowie einige Krautschläger. Dann natürlich dazu auch noch eine Lägemaschine. Hier haben wir die GL 420 in der Gebrauchtausführung mit einer 3 Meter Arbeitsbreite und ich brauche 150 PS und habe 8047 Liter Fassungsvolumen. Ich arbeite mit 12 km/h hiermit und sie kostet 8000 Euro. Spannender wird es allerdings hier bei dem Ernter. Wir haben hier den Ernter mit einem Fassungsvolumen von 21.000 Liter. Wir brauchen 110 PS, haben 1,8 Meter Arbeitsbreite, was nicht viel ist. Fahren 10 km/h, haben aber dafür nur einen Preis von 80.000 anstatt dem originalen Neupreis. Hier können wir die Hauptfarbe ändern: einmal in Grimme Used, dann auf Grimme Red. Das wäre dieses hier. Sieht sehr neu aus in neuem Rot. Kostet 500 Euro Aufpreis. Allerdings können wir auch zu Karotten in Orange oder zu Onion in Grün ändern. Hier sehen wir das gute Stück. Hier haben wir dann natürlich auch noch einmal die passenden Geräte dafür. Hier haben wir den Kartoffelkrautschläger. Einmal in Rot gebraucht. Ebenfalls 3,2 Meter Arbeitsbreite. Dann 65 PS brauche ich und 15 km/h kann ich fahren damit. Hier dasselbe Gerät für Karotten. Brauche ich nicht viel zu sagen, hat dieselben Werte. Und hier dasselbe nochmal für die Zwiebeln. Auch sehr schön. Jetzt gucken wir uns das einmal in dem Spiel an. Hier haben wir den Frontschläger, dieses Mal in der Ausführung Zwiebeln. Schön gelungen. Ist halt dem Standard sehr ähnlich, aber gefällt mir echt gut. Hier. Den Roder auch ebenfalls einmal für die Zwiebeln. Schauen einmal. Optisch echt gut gelungen. Wie gesagt, wieder sehr nah an dem Original. Wir können einmal schauen, was passiert, wenn wir diesen ausklappen. Bewegt sich. Auch das echt schön animiert. Und auf O können wir ebenfalls den Turm ausfahren zum Überladen. Alles schön animiert. Funktioniert alles sehr gut. Und hört sich natürlich auch an. Ja, man sieht, der Traktor geht in der Drehzahl hoch. Man hört allerdings nicht vieles, da der Traktor natürlich um ein wesentliches lauter ist. Aber an sich sehr schönes Gerät. Zu den weiteren Geräten, die sind ja nur optisch in der Farbe anders, auch echt nett geworden, echt okay geworden. Kann ich nur empfehlen. Dann kommen wir hier einmal zur Sämaschine. Auch diese optisch gut gelungen. Sieht genau aus wie das Original, nur in Alt und Gebraucht. Gefällt mir echt gut, weil ich gerne ein bisschen auf ältere Maschinen abfahre und gerne ältere Maschinen benutze. Ich benutze zum Beispiel auch lieber einen alten 800er Favorit als einen 800er Vario der neuesten Generation. Aber das ist ein anderes Thema. Gefällt mir echt gut. Auch optisch sehr toll. Mal schauen, wie es hier mit dem Sound aussieht. Wir können sie einschalten, dann klappt sich automatisch auf. Gefällt mir gut. Und auch die Reifen sowie die Scheibenegge vorne vor haben mit der Bewegung. Gefällt mir gut. Die klappt sich auch automatisch wieder ein. Passt. Schauen wir einmal an. Blinker blinken ebenfalls mit. Beim Anbaugerät auch sehr gut. Beleuchtung. Auch dieses hat eine leichte Beleuchtung hinten. Gefällt mir auch gut. Natürlich, Arbeitslichter hat das Anbaugerät nicht. Schauen wir noch einmal hier beim Roder. Auch dieser blinkt mit. Oder hat Beleuchtung. Hintere Markierungsleuchten. Das gefällt mir auch gut. Schauen wir einmal. Wir haben voller Warnings. Nicht gut, haufenweise Warnings. Dementsprechend mein Fazit dazu: Singleplayer, gut geeignet, kann man gut im Singleplayer nutzen. Ich habe es selber schon ausprobiert, funktioniert.
Allerdings für den Multiplayer kann ich nur davon abraten, benutzt ihn nicht. Er könnte euch den Multiplayer kaputt machen. Dann würde ich sagen, Däumchen und Träumchen, abonnieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal, euer Danny von Modbox.